Hallo ihr Lieben, das ist nur ein kleines Tutorial zu der schriftlichen Anleitung des Dreieckstuchs im Muschelmuster. Die Anleitung verlinke ich euch unten und zwar ist das jetzt der Beginn, Reihe Nummer 1, die das Grundgerüst bildet. Und zwar habe ich da geschrieben, dass 6 Luftmaschen gehäkelt werden. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6. Und dann wird hier in die erste gehäkelte Luftmasche reingehäkelt, also hier die allererste. Und zwar häkeln wir da jetzt rein ein Stäbchen, dafür Umschlag holen, hier in die erste Luftmasche rein, ein Stäbchen häkeln. So sieht das dann aus. Dann 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal ein Stäbchen in dieselbe Masche rein, wo wir auch das andere Stäbchen reingehäkelt haben. Dann eine Luftmasche und wir beenden die Reihe Nummer 1 mit einem doppelten Stäbchen. Dafür nehmen wir 2 Umschläge auf die Nadel und auch wieder in dieselbe Masche wie vorhin auch schon einstechen. Und für das doppelte Stäbchen erst die ersten beiden. Dann die nächsten beiden Maschen abmaschen und dann ein drittes Mal. Und so sieht das Grundgerüst nach Reihe Nummer 1 aus.